Was geht ab, Leute? Heute ist Tag 5 in der Türkei. Heute ist geplant, wir fahren nach Fatsa und werden dort auch ein bisschen shoppen. Ich habe gestern T-Shirts gekauft und leider habe ich reingeschissen. Leider ist nicht nur Baumwolle drin, sondern auch der Stoff Lycra. Und das Problem an Lycra ist, es ist elastisch. Das, was ich gerade anhabe, was ihr hier gerade seht, ist also ein White-T-Shirt, was man hier ein bisschen auseinander größer machen kann, also indem du es halt zerrst. Genau, und die T-Shirts, die ich gestern gekauft habe, haben Lycra drin, das heißt, die passen sich deinem Körper an, die gehen wieder in die Ursprungsform zurück, also elastisch auf gut Deutsch, und ich habe halt richtig reingeschissen. Genau, wir werden heute nach Fatsa fahren, ich weiß noch nicht, ob wir mit meinem Vater fahren oder ob wir, mein Bruder und ich, alleine rüberdüsen. Und ja, deswegen, Plan steht an, wir fahren rüber nach Fatsa und werden noch ein bisschen shoppen, mal schauen, was wir so klamottenmäßig finden. Mein Ziel ist eigentlich, wie heißt es, gut T-Shirts zu finden, da ich hier gut zugenommen habe. Und genau, vielleicht nochmal ein paar Unterwäsche oder sowas. Socken habe ich genug, vielleicht finde ich auch nochmal ein paar Socken. Genau, das ist vorerst geplant. Mal schauen, was sich daraus ergibt, was wir noch so unternehmen werden dort. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir loszischen. Also haut rein, bis später. So Leute, wir fahren jetzt nach Fatsa. Mein Cousin, kam jetzt extra uns abholen. Wir fahren jetzt rüber nach Fatsa, ein bisschen einkaufen. Mal schauen, was wir noch so finden für unterwegs, was wir noch so unternehmen werden. Genau, jetzt wird es ein bisschen wackelig, weil unser Dorfweg vom Dings runter ist ein bisschen nicht gerade ideal. Ja, der Weg ist halt nicht schön hier gemacht. Wir haben es immer versucht, aber das Ding kostet immer Geld. Und die Stadt sieht es halt wahrscheinlich nicht ein für halt so Dorfwege und nicht die Hauptstraße, das halt zu reparieren. Und ja, genau. Also, so sieht es dann hier mal aus, zeige ich euch. Genau. Also hier ist halt jetzt der Berg ab. Also ist alles nur ganz Gebüsch hier. Ja, hier vorne seht ihr. Ja, hier ist halt einiges an Berg. Wow, sorry für den Mic-Anschlag. Sieht aus wie so ein Dschungel hier. Ja, aber hier sind dann halt überall Häuser. Nimm die Kuh. Wo ist die Kuh? Ah, da ist die Kuh. Da, hier, Kuh. Bischko, da. Hier, Kuh. Ja, Onkel. Ja, hier sind dann halt überall Wohnungen. Die werden dann als über die letzten 50 Jahre gebaut. Jeder hat hier Familie überall in der Türkei. Man muss sich halt hier überlegen. Warte, ich drehe kurz die Cam wieder um. Man muss sich halt überlegen, jedes Haus, was hier gebaut ist, hat nochmal seinen eigenen Stammbaum, würde ich jetzt mal sagen, die nochmal verteilt in der Türkei sind. Und wie zum Beispiel bei mir das Haus oben gehört, meine Oma und mein Opa. Und das ist praktisch unsere Zentrale, würde ich behaupten, wo mein Vater kommen kann, wo meine Onkels, also praktisch die Kinder von meinen Opa und Oma, also meine Onkels, also direkte. Nebendran hat mein Opa, sein Bruder, sein Haus und das ist dasselbe Prinzip. Also praktisch von meinen Onkels, die Cousins, sind zwar auch Onkels, aber halt zweiter Grad, glaube ich, nennt man das dann. Und ja, so ist das ganze Dorf aufgebaut. Viele Leute haben halt Familien in der Türkei. Viele haben in Deutschland ihre Häuser, ihre Familien. Jetzt komme ich gerade komplett durcheinander, fällt. Genau. Und so hat halt jeder hier im Dorf seine Zentrale und so können die Familien immer hier bekommen, entweder bei Urlaub oder zwischendrin und so weiter und so fort halt. Jo, ich denke mal, also hier hat man halt dann wirklich coole Aussicht aufs Meer. Also ich weiß nicht, wie man das sieht. Ja, genau. Alles ist halt noch im Weg. Ja, hier hat halt jeder unterschiedlich halt unterschiedliche Häuser. Genau, und da hinten seht ihr schon alles, also es hat alles mehr. Genau. Jo, gut, denk mal,
das war's fürs Erste. Wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal. Haut rein, bis später. Jo Leute, wir sind jetzt in der Fatze angekommen, laufen jetzt gerade durch die Innenstadt und mal gucken, was wir so finden. Wir haben unseren Guide hier, der uns durch die Stadt ein bisschen führt. Und ist immer gut dabei, wenn du jemand Lokales dabei hast, der hier halt wohnt und der sich halt ein bisschen auskennt. Und dementsprechend hast du da halt ein bisschen Hilfe dabei, falls Leute versuchen, dich abzuziehen. Weil auch wenn wir Türken sind, die merken, wir kommen nicht von hier, ändern sie halt den Preis. Und das merkst du halt nicht, wenn halt keine Preisschilder dran sind. Und ja, so schnell kann es dann gehen. Deswegen, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann später, wenn wir was Gescheites gefunden haben. Also, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt bei einem Café drin. Holen jetzt ein bisschen Kuchen, Milchshake und chillen jetzt ein bisschen, labern ein bisschen hier. Und dann gehen wir wieder ein bisschen rummummeln durch die Stadt. Genau, wir sind wieder in dem gleichen Franchise, kann man sagen, KWA-Tische, da wo wir in Ümya waren mit meiner Oma und Opa, wo wir letztens essen waren. Genau, das gibt es irgendwie in der Umgebung mehrmals. Das ist also ein Franchise und das gibt es hier jetzt auch. Und dann wird erstmal ein bisschen Kuchen futtern und ein bisschen Süßes und ein bisschen was labern. Wir sehen uns auf jeden Fall später wieder, wenn wir wieder unterwegs sind oder wieder einen Stopp machen. Also haut rein. So, hey Leute, jetzt pisst's hier. Wir sind gerade wieder unterwegs. Neue Dinge zu finden. Wir haben gerade Schuhladen gefunden, so Fake Jordans und Nikes. Aber leider nicht unsere Schuhgröße. Das passiert hier öfters. Jetzt versuchen wir hier Dings zu finden. Wie heißt das? Laden zu finden, wo wir ein bisschen Sachen kaufen können. Mein Bruder hat für Kumpel seine Freundin Tasche gekauft und für unsere Schwester auch eine. Jetzt latschen wir hier erstmal, um was zu finden. Ist ein bisschen schwierig, weil ich habe hier Regenschirm und gleichzeitig filmen ist ein bisschen stressig, weil ich auch auf die Cam aufpassen muss, dass es nicht nass wird. Also kann sein, dass Footage ein bisschen schief und schräg ist. Ich hoffe, es passt aber trotzdem. Genau, jetzt suchen wir hier nach irgendwelchen Klamottenläden, wo wir Geld ausgeben können. Da müssen wir was finden. Ich halte euch, wie gesagt, wieder auf dem Laufenden. Ja, ein bisschen hier durch die Stadt gehen. Genau. Ich halte euch, wie gesagt, wieder immer auf dem Laufenden. Und ja, wenn ich alles habe, dann, wenn wir was gefunden haben, sage ich euch Bescheid. Oder ihr seht es ja eh. Also, dann bis später. Peace. So Leute, wir waren jetzt kurz bei LC Waikiki. Haben uns was gekauft. Mein Bruder wollte keinen Bock an der Kasse zu stehen. Ich habe mir Dings geholt. Ja, Ufuk, mir fällt gerade ein, Ufuk. Wir sind dumm. Ich hätte doch in der Kasse. Ja. Ich hätte dir doch deine Jacke kaufen können. Ach so, ja, okay. Hat sich erledigt. Nee, ich habe mir einen Pulli gekauft. Hat gepasst. Ein Wunder XXL, glaube ich, war es. Hab's angeprobiert. Hat gut gepasst. Ein roter Pulli. Ja, jetzt laufen wir in die Innenstadt. Mein Bruder hat gemeint, hier gibt es irgendwo eine Einkaufspassage und die werden wir uns jetzt mal anschauen, was da gibt. Aber mein Ziel ist es eigentlich,
so viel wie möglich und so wenig wie möglich zu bezahlen, wenn ich schon hier bin. Und ja, ich hoffe, ich finde es. Und ansonsten habe ich halt gelitten. Wir waren jetzt eigentlich in den drei Städten, wo es sie gibt, Ordu. Denkst du, ey, wir müssen rein? Wir sehen uns später. Peace. So, jetzt wieder drinnen. Wir mussten Hesscode vorzeigen, um hier reinzukommen. Und ja, deswegen musste ich kurz cutten. Ja, jetzt sind wir hier. Hier gibt es einige Boutiquen oder Läden. Und dann schauen wir mal einfach nach, was es hier gibt. Und dementsprechend werde ich dann mir was aussuchen. Ich hoffe, ich finde was. Also wie gesagt, wie vorhin eben gesagt, ich versuche so viel wie möglich. Jetzt habe ich mir zum Beispiel für 6,20 Euro Socken geholt, was in Deutschland definitiv einiges mehr kosten würde. Klar gibt es dann Packs, aber im Gesamtpaket wären wir dann halt ein bisschen teurer. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, wenn ich schon hier bin, und kaufe dementsprechend dann halt meine Klamotten halt ein. Ich bin extra mit wenig gekommen. Und ja, ich hoffe, ich finde was. Ich lasse dich auf dem Laufenden. Und ja, wir sehen uns später. Peace. Jo Leute, wir haben jetzt entschieden, besser gesagt die Jungs haben entschieden, dass wir hier nochmal hochgehen in der Einkaufspassage und nochmal was essen tun, was Warmes essen. Und dann denke ich, dass wir nochmal hier im Gebäude nochmal einen Einkaufsladen suchen, also Klamottenläden, und dann nochmal abarbeiten. Und ja, also ich finde den Laden hier, ganz ehrlich muss ich sagen, sympathisch. Der Besitzer hier ist witzig, der hat mich gleich erkannt, also war sympathisch, kann ich ehrlich sagen. Hat gleich nachgefragt, weil er die Kamera gesehen hat. Also macht man Instagram-Stories jetzt mit dem Gerät und so. Wir kennen das hier nicht so, wie man professionell Sachen macht. Ich, ganz ehrlich, ich mache es ja auch nicht mal professionell. Ich habe gesagt, ich mache Vlogs. Ich so, ah, interessant und dies und das. War schon, also leider hatte ich die Kamera nicht ausgepackt oder noch nicht laufen. Wäre witzig gewesen. Aber ja, war auf jeden Fall funny. Vielleicht zeige ich ihn euch, wenn er nochmal Bock hat. Oder wenn er nochmal kommt, lass ich ihn laufen. Lass ihn Eigenwerbung machen oder sowas. Ja, war auf jeden Fall schon mal witzig. Jo, wir essen dann hier auf jeden Fall nochmal was und ja, ich melde mich dann später nochmal. Jo Leute, wir haben jetzt endlich Unterhosen gefunden. Hat ein bisschen eine Weile gebraucht, ja, bis wir endlich einen gescheiten Laden gefunden haben, der auch einen anständigen Preis macht. Und ja, jetzt haben wir alles gefunden. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir Dings finden für meinen Bruder. Der will für jemanden aus Deutschland Ding organisieren, so Galatasaray-Trikot. Und ja, wenn er das hinkriegt, dann fahrt's mal. Auch wenn nicht, fahren wir jetzt gleich zurück. Wir sind schon eine Weile hier unterwegs. Und ja, ich glaube, Oma und Opa haben auch schon Essen vorbereitet. Mein Magen ist voll, ich hätte ein bisschen später essen. Aber dementsprechend chillen wir dann oben ein bisschen. Jo, ich lasse euch auf dem Laufenden. Wir sind jetzt noch ein bisschen in der Stadt. Also haut rein, bis später. Peace. So Leute,
Tag vorbei. Ja, ich mache jetzt Schluss für heute. Ja, auch wenn was auftaucht, werde ich das als Ende reinklippen. Aber von mir war es das mal für heute. Ich bin jetzt am Arsch, wir sind die ganze Zeit rumgelaufen und etc. Und ich bin am Sack. Endlich was gefunden. Wir haben unser Zeug, jetzt chillen wir eigentlich noch ein bisschen hier am Meer. Hier gibt es so Sitzplätze und so, habt ihr gerade im Clip gesehen. Und ja, wie gesagt, hier ist das wunderschöne Schwarze Meer. Kann es jedem empfehlen, hier vorbeizukommen und einfach eine Tour zu machen. Spielt eigentlich keine Rolle, wo genau ihr am Schwarzen Meer seid. Ich kann es euch empfehlen, hier zu sein. Ihr werdet aber nicht die Sachen finden wie in Deutschland. Also ihr müsst euch darauf einstellen, das ist was ganz anderes, aber kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Schwarze Meer ist sehr schön. Wenn ihr zur richtigen Jahreszeit kommt, könnt ihr sehr viele Sachen günstig kaufen. Wir sind halt eigentlich nur zu Familienbesuch gekommen, nicht wirklich Urlaub. Wenn ihr von Ende Juli bis Ende August bleibt, so ungefähr der Zeitpunkt, wo wir gekommen sind, erwischt ihr eigentlich hammergeiles Wetter. Jetzt ist die Zeit vorbei, es fängt an die ganze Zeit an zu regnen. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier vorbeizukommen. Wie gesagt, Schwarze Meer ist riesengroß, kann ich auf jeden Fall euch definitiv empfehlen. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Peace. Nothing can break me.